Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Long time no see, aber ich freue mich richtig, dass ich heute nochmal dazu komme, ein Video zu drehen. Ich habe in den letzten Wochen ab und zu mal Nachrichten von euch bekommen und ich habe mich darüber richtig gefreut, weil wir dann ein bisschen in den Austausch kamen. Und mich freut es generell immer so zu hören, wenn meine Informationen und Tipps euch einfach helfen. Mich hat zum Beispiel letztens auch eine ganz liebe Laura angeschrieben und sie ist gerade in der 10. Klasse und überlegt auch Lehramt zu studieren. Und ihr haben meine Videos auch ein bisschen geholfen, beziehungsweise meine Videos haben sie auch ein bisschen ermutigt und das finde ich dann irgendwie immer total schön zu hören. Ja, ich befinde mich ja im Referendariat und in diesem Januar waren jetzt einfach 6 Monate um. Das heißt, ein Drittel vom Ref ist einfach geschafft und ich kann es manchmal gar nicht glauben, weil die Zeit echt super schnell vorbeiging. Naja, und diesen Anlass wollte ich auf jeden Fall nutzen, um euch so ein kleines Update zu geben und euch zu erzählen, wie mein Ref bisher so gelaufen ist. Natürlich muss man dazu sagen, dass es meine ganz eigenen persönlichen Erfahrungen, Eindrücke sind und das Ref läuft wirklich bei jedem so unterschiedlich ab und jeder entwickelt sich auch anders dadurch. Und ich denke auch, dass das eigene Wohlbefinden und die Sicht aufs Ref auch ganz stark von äußeren Faktoren abhängen. Also es kommt immer darauf an, welcher Schule man zugeteilt worden ist, wie man so mit der Mentorin oder dem Mentor zurechtkommt, wie die Fachleiter sind. Und das alles ergibt dann so das Gesamtbild und auch das Wohlbefinden hängt eben, wie gesagt, davon ab. Und deswegen, glaube ich, sieht jeder das Ref eben auch ganz anders. Und ich denke dann auch, dass je nachdem, wie das alles läuft, man eben mehr oder weniger gestresst ist oder mehr oder weniger Druck verspürt. Ja, anfangs, muss ich sagen, hatte ich keinen so guten Überblick. Man hat ja am Anfang den bunten Plan bekommen und da werden ja wirklich alle Termine genannt und da ist alles aufgelistet. Aber das waren eben so viele Termine und da waren auch so viele Abkürzungen drin, dass man manchmal gar nicht wusste, was für was steht. Also ich weiß das ehrlich gesagt bis heute nicht, wofür eben die ganzen Abkürzungen stehen. Und ich denke auch, dass das ganz normal ist und dass man mit der Zeit dann eben erfährt, wofür was steht. Also letztens zum Beispiel habe ich erfahren, dass Präsentationsprüfung heißt. Und ja, so lernt man immer mehr und mehr dazu. Und der Überblick kommt dann eben, wie gesagt, mit der Zeit. Und ich glaube, der Grund, warum das am Anfang so unübersichtlich scheint, ist, weil so viele Dinge unabhängig voneinander passieren. Also man hat ja 3 verschiedene Seminare und die machen alle so ihr eigenes Ding. Und die hängen sehr wenig miteinander irgendwie zusammen. Und ja, man erhält dann in dem einen Seminar Informationen, dann in dem anderen nochmal neue Termine. Und irgendwie muss man sich da so eine Struktur draus bilden. Und deswegen mein Tipp, macht euch auf jeden Fall eine To-Do-Liste, am besten für jedes Seminar. Und dann schreibt ihr immer einfach alles Neue oder neu Dazugelerntes dann auf. Und dann verliert man auch nicht so schnell den Überblick. Aber ich wollte euch das auch nur einfach ganz ehrlich sagen, dass ich da bis heute nicht mal den kompletten Überblick habe. Einfach, weil ich denke, dass das normal ist und ich wollte euch dann auch ein bisschen ermutigen, dass wenn ihr auch in derselben Situation seid, dass ihr nicht verzweifeln müsst, weil ich glaube, das gehört einfach irgendwie ein bisschen mit dazu. Ja, wie läuft mein Alltag so ab? Wie habe ich mich in der Schule eingelebt? Also in der Schule habe ich mich sehr schnell eingelebt, beziehungsweise war ich ja schon eingelebt, weil ich ja schon vorher in dieser Schule gearbeitet habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich bisher mit allen Fachleitern gut zurechtkomme. Die sind wirklich alle super lieb. Und was mir jetzt so mit der Zeit auch aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich sehr wertschätzend sind. Das heißt also, wenn etwas mal nicht so gut läuft, dann ja, hauen die da nicht so drauf rum und sind auch nicht so negativ kritisierend, sondern versuchen das immer wertschätzend auszudrücken und versuchen einem dann auch meistens Mut zu machen, dass es beim nächsten Mal eben ein bisschen besser läuft. Genau, also in der Schule komme ich gut zurecht und mit meiner Mentorin verstehe ich mich auch ziemlich gut. Also wir sprechen uns auch täglich ab und führen auch jede Woche das Mentorengespräch und das läuft eigentlich auch sehr gut. Und ja, man hat sich auch ganz schnell an den Rhythmus gewöhnt. Also es war schon dann eine Umstellung für viele, dann jeden Morgen so früh aufzustehen und diese Routine zu haben, jeden Tag zur Arbeit, dienstags immer das Seminar, dann viel Unterricht vorbereiten, die Aufgaben fürs Seminar erledigen. Am Anfang erscheint das echt alles sehr, sehr viel, aber nach einigen Wochen ist man einfach so im Rhythmus drin und dann ja, spielt sich das Ganze so ein und man weiß, wie lange man für das braucht oder für das andere und dann kann man sich so ein bisschen besser organisieren und strukturieren. Wie gesagt, an den neuen Alltag gewöhnt man sich schnell, man gewöhnt sich auch einen Schlafrhythmus an. Also meiner sieht zurzeit so aus, dass ich meistens vor Mitternacht gar nicht ins Bett gehe und dann stehe ich auch morgens relativ früh auf. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man dann wirklich sehr, sehr viel vom Tag hat. Also ich sitze manchmal auch noch um 9 oder 10 an den Schulsachen, aber das ist für mich nicht schlimm und ich weiß, dass ich dann auch immer noch eine Stunde Zeit habe, um irgendwie eine Serie zu gucken oder TikToks oder sowas. Und
Genau, also mit der Zeit lernt man auch, seinen eigenen Alltag so zu strukturieren, dass man alles unter einen Hut bekommt. Das gelingt einem natürlich nicht immer und jede Woche, aber in den meisten Fällen ist das so. Also man kann trotzdem nebenbei vielleicht irgendwie Nachhilfe geben. Ich gehe ja auch für eine ältere Lady jede Woche einkaufen, das funktioniert gut. Und ja, wie gesagt, irgendwann hat man so seine eigene Struktur. Und das finde ich ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, dass man eben nicht nur aufsteht und sich aufrafft, um eben auf die Arbeit zu gehen, sondern dass man sich eben auch viele Pläne außerhalb der Arbeit mal vornimmt und dass man eben viel mit Freunden unternimmt, sich austauscht, auch vielleicht mal mit den anderen Referendaren, dass man da Treffen organisiert. Und das finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Und ich finde es auch gut, wenn man sich Dinge sucht, die einen irgendwie auch auslasten. Also ich zum Beispiel habe im Januar zumindest ziemlich gut mein Fitnessprogramm durchgezogen. Also ich war sehr, sehr oft in der Woche im Fitnessstudio und das hat mir einfach den perfekten Ausgleich gegeben. Und ich glaube, man muss dann einfach sowas finden, was einen dann beruhigt und wo man mal abschalten kann. Denn, das muss man schon dazu sagen, das ist mir jetzt auch sehr stark aufgefallen, der Lehrerberuf ist in dem Sinne besonders, weil man 24 Stunden Lehrer ist sozusagen und man hat die Arbeit irgendwie immer im Kopf. Also man nimmt die Arbeit ja auch immer mit nach Hause. Man hat ständig Dinge, an die man denken muss. Dann fällt einem hier noch was ein, dann da. Ach ja, an den einen Schüler muss man, ach ja, die eine Mutter muss ich noch anrufen. Ich muss noch den Elternbrief aufsetzen. Ich muss noch Telefonate führen. Ich muss noch Hausaufgaben vorbereiten. Ach, ich muss auch noch eine Klausur nachgucken. Also man hat so viele Dinge, an die man ständig denkt. Man kann wirklich eigentlich gefühlt nie abschalten. Und deswegen sind dann gerade solche Momente wie Fitness, mit Freunden treffen so wichtig, damit man eben den passenden Ausgleich und die Balance hat. Denn wenn man nur an die Arbeit denkt, naja. Denn wenn man beispielsweise einen Job hat, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn man beispielsweise einen Bürojob hat und dort dann von morgens bis nachmittags arbeitet, ist das zwar ein sehr langer Tag, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man dann auch um 17 Uhr Feierabend hat. Und klar, man denkt auch an die Arbeit oder an das, was man dort erlebt hat, aber man muss nicht so viel dann noch von zu Hause aus auch noch nach der Arbeitszeit machen. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zum Lehreralltag, glaube ich. Und deswegen, ja, mein Tipp, sucht euch auf jeden Fall einen guten Ausgleich. Ja, was ist bisher schon passiert? Ich habe mir das jetzt hier mal aufgeschrieben. Es ist irgendwie so unglaublich viel schon passiert und ich habe auch vor, eventuell zu einzelnen Teilen einzelne Videos zu machen, weil das sonst, glaube ich, den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Also ich hatte bisher schon ganze 3 UBs, was wirklich verrückt ist, weil das ja einfach die Hälfte aller UBs ist. Und ich habe sogar nächsten Freitag meinen 4. Das heißt, es sind einfach schon 4 von 6 geschafft. Und ich kann manchmal wirklich nicht glauben, wie schnell das alles so vorbeigeht. Und ja, also die ersten beiden UBs liefen gut und der dritte UB war so, Aber wie gesagt, wenn ich mal ein Video nur zu Unterrichtsbesuchen drehen würde, glaube ich, könnte ich das nochmal ein bisschen näher ausführen, so. Weil ich da nochmal darauf eingehen könnte, worauf die Fachleiter zum Beispiel achten, welche Kriterien es dort gibt. Ich denke, das wäre für den einen oder anderen vielleicht auch interessant. Ja, dann hatte ich bisher auch schon eine UM, also eine Unterrichtsmitschau. Das heißt, ich habe ein Video von der Stunde gemacht und das wurde danach dann besprochen. Das war auch sehr gut und hat auch Spaß gemacht. Und es war auch eine andere Situation, das mal zu filmen. Vor allem hat es den Vorteil, dass man sich danach ja selbst beobachten kann. Und dann fällt einem schon hier oder dort das ein oder andere dann eben auf, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann oder was gut gelungen ist. Manchmal hat man sich dann zum Beispiel ja auch zur Tafel gedreht und hat dann gesehen, was die Schüler da hinten gemacht haben. Das sieht man ja sonst eigentlich nicht. Also es war schon auch eine besondere Erfahrung. Genau, ich würde dann vielleicht in dem Video zu den Unterrichtsbesuchen dann mal erzählen, wie das ist. Also die Themenabsprache, wie das abläuft oder wie der Langentwurf funktioniert, wie man eine ganze Unterrichtseinheit vielleicht auch plant. Das werde ich auf jeden Fall mal schauen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Leiter das Tempo schon sehr anziehen, beziehungsweise die Ansprüche immer höher werden. Also bei dem ersten UB zum Beispiel ging es wirklich nur ums Klassenmanagement und die Lehrerpersönlichkeit. Und nach werden bei den nächsten UBs dann immer weitere Kriterien wichtig. Die Fachlichkeit, den Kompetenzerwerb, Lernzuwachs. Also das ist auf jeden Fall schon anspruchsvoller einfach, ja, tatsächlich. Ja, es ist zwar jetzt schon ein Drittel um, aber wir haben bisher noch keine Noten bekommen. Ich glaube, wir bekommen auch erst im Sommer die erste Vornote sozusagen. Und wie genau die sich jetzt zusammensetzt, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus dem schulischen oder dienstlichen Verhalten, dann wie man sich im Seminar gibt und wie eben die Unterrichtsbesuche gelaufen sind. Ja, und zu den Seminaren kann ich auch sagen, dass die Aufgaben sehr machbar sind. Manchmal sind sie ein bisschen aufwendiger, manchmal nicht, aber die Fachleiter achten da schon drauf,
dass man da gut mit dem Zeitmanagement hinkommt. Ja, was gab es noch? Ach ja, SVs, Workshops und so weiter. SVs sind Sonderveranstaltungen. Manchmal gibt es auch ein Pool aus verschiedenen Aufgaben. Also man hat dann zum Beispiel auch 14 verschiedene Workshops, die man besuchen kann. Beziehungsweise man darf sich dann 2 oder 3 aussuchen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man individuell auch nochmal schauen kann, was interessiert mich jetzt, was passt zu meiner Lerngruppe, wo würde ich gerne mehr dazulernen. Und dafür waren diese SVs eigentlich auch richtig gut. Ja, was war jetzt ganz aktuell? Also im Januar ist wirklich sehr viel passiert, denn es gab ja jetzt zum Beispiel auch das erste Mal Zeugnisse. Und man durfte jetzt generell auch in manchen Fächern dann schon die ersten eigenen Noten geben. Das war schon auch eine besondere Erfahrung. Und ja, also da musste man sich auch erstmal so ein bisschen reinfühlen. Ich weiß auch nicht, es war gar nicht mal so einfach, Noten zu geben oder Mappen zu benoten. Da musste man sich natürlich auch Kriterien aussuchen, nachdem man das bewertet. Aber es war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, eine sehr spannende Sache, die jetzt im Januar stattgefunden hat, war das erste EWG, also das erste Entwicklungsgespräch. Dafür musste man nochmal, ja, eine kleine Präsentation vorbereiten. Man hatte 5 Minuten Zeit, um zu reflektieren, wie die letzten Monate für einen gelaufen sind und wie man sich vielleicht auch schon entwickelt hat. Deswegen Entwicklungsgespräch. Und ja, für diejenigen, die sich das Video zu meiner ersten Präsentation angeguckt haben, ich hatte ja diesen Legekreis erstellt und den habe ich dann einfach weiterentwickelt für diese Präsentation. Und das lief auch richtig gut und ja, wir haben einfach sehr, sehr lange über meine Entwicklung gesprochen und vielleicht kommt dazu auch mal ein eigenes separates Video über das Entwicklungsgespräch. Ich werde auf jeden Fall mal schauen. Wie gesagt, ich finde es immer super toll, wenn mir Fragen gestellt werden. Also wie gesagt, entweder über Instagram oder auch über die Kommentarfunktion hier bei YouTube. Denn ja, mich freut es wie gesagt immer, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Und ich habe selber solche Videos auch gerne vorher immer geschaut. Und deswegen stellt mir super gerne immer Fragen. Ich habe auch überlegt, bald mal bei Instagram diesen Fragesticker in meine Story zu packen. Einfach damit mir Leute gezielt Fragen stellen können zum Ref. Und dann könnte ich ja vielleicht mal ein Q&A oder so drehen über das Ref. Ich glaube, das würde auch ziemlich viele Leute interessieren einfach. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, was ich also auf jeden Fall zusammenfassend sagen kann, ist, dass die Zeit verfliegt. Also es ist so verrückt, dass einfach jetzt schon wieder Februar ist. Und man muss ja auch bedenken, das Ref ist zwar 18 Monate lang, aber die Prüfungsphase beginnt ja jetzt schon im Sommer. Also man hat ja im Prinzip ein Jahr lang Schule und die ganzen UBs. Und danach fängt ja erst die richtige Prüfungsphase an. Und ich glaube, die Zeit wird auch nochmal richtig heftig. Aber was man sich vor Augen führen kann, ist, dass diese Zeit nicht lange andauern wird. Also es fängt ja nach den Sommerferien an. Und dann ist es ja Ende Dezember schon wieder fertig. Das heißt, heute in einem Jahr bin ich schon längst fertig und hatte schon die nächste Vereidigung sogar um diese Zeit. Also ich sage euch, das geht so schnell vorbei. Und das ist eigentlich schon so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vor allem ist es wirklich verrückt, denn ich zum Beispiel habe 5 Jahre studiert. Die Regelstudienzeit beträgt hier in Rheinland-Pfalz 4 Jahre. Ich habe aus verschiedenen Gründen 2 Semester drangehangen, was nicht schlimm ist. Und dann hat man einfach 5 Jahre studiert und dann nochmal 18 Monate das Ref gemacht. Dann kommt... mir ging gerade die Kamera aus. Mist. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Akku lag. Ich glaube, die Gesprächsaufnahmezeit irgendwie war zu Ende. Auf jeden Fall weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo ich dran war. Ich glaube, ich wollte sagen, dass das alles insgesamt eine sehr lange Zeit ist. Also ich habe 5 Jahre studiert, dann nochmal 18 Monate das Ref gemacht. Das heißt, man kommt auf 6,5 Jahre seines Lebens und man ist schon froh, wenn die irgendwann mal vorbei sind. Also beziehungsweise, wenn so diese Lernzeit vorbei war. Man war zuerst in der Schule, dann hat man auf das Abitur hingearbeitet, dann irgendwann hat man den Bachelor gemacht, hat die Bachelorarbeit geschrieben, dann hat man den Master gemacht, die Masterarbeit geschrieben, dann jetzt noch das Ref. Also irgendwann möchte man mein Gott, Gesprächsfindungsschwierigkeiten, Wortfindungsschwierigkeiten. man möchte ja auch irgendwann einfach mal ankommen und irgendwas mal wirklich fertig haben. Und das war nach dem Studium schon so ein Gefühl der Erleichterung, dass man das Studium geschafft hat, aber es war ja immer irgendwie noch nicht ganz vorbei. Und natürlich ist das immer schön, wenn man neue Dinge dazulernt. Ich bin mir auch sicher, dass es nach dem Ref nicht aufhört, weil man immer mal wieder Fortbildungen macht, Weiterbildungen und ja, wie gesagt, immer dazulernt, aber man ist schon froh, wenn es offiziell einfach mal fertig ist. Ja, abschließend möchte ich sagen, dass man das Ref weiterhin wirklich immer wieder als Chance sehen sollte, auch wenn Dinge mal nicht so gut laufen, wie zum Beispiel bei meinem letzten UB, der war wirklich nicht perfekt. Da gab es einige Dinge, die man hätte optimieren können, aber das ist auch in Ordnung und
man lernt ja eben dazu und woher soll man das alles wissen und woher soll man das alles können? Und deswegen gibt es ja die ganzen UBs und die Besprechungen danach, damit man sich eben in den nächsten UBs verbessert und eben, ja, dass man seine Lehrerpersönlichkeit immer weiter ausbildet und entwickelt. Und deswegen, ja, sollte man einfach nie so die Hoffnung verlieren und ja, nie so den Kopf hängen lassen, auch wenn ein UB mal nicht so gut läuft. Und das habe ich jetzt von etlichen ehemaligen Referendaren gehört, dass das oft der Fall ist, dass eben nicht alle UBs gut laufen. Wie soll das auch funktionieren? Und das ist auch nicht schlimm, wenn das nicht so ist. Ja, ich habe einfach für mich festgestellt, dass es so wichtig ist, sich auch mal Zeit für sich selbst zu nehmen, einfach mal abzuschalten, vielleicht auch mal ein Wochenende einfach mal fast nichts zu tun. Klar muss man den Unterricht vorbereiten, aber nehmt euch die Zeit, macht was mit euren Freunden, fahrt weg, genießt die Sonne, wenn die irgendwann mal wiederkommt im Frühling oder so. Macht euch einfach eine schöne Zeit auch außerhalb und ja, genießt das Ref aber auch, lernt immer neue Dinge dazu und vielleicht kommen wir dann bald mal Videos zum Entwicklungsgespräch oder zu Unterrichtsbesuchen und dann werde ich bald auch mal fragen, ob ihr mir bei Instagram Fragen stellen könnt und dann kommt auch mal ein Q&A zu dem Thema. Ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn sich Leute meine Videos angucken und wenn ich euch irgendwie helfen kann und ja, ich finde es schön, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet. Das ist nämlich eine sehr intensive Zeit, muss ich sagen. Also bis Dezember war wirklich alles noch relativ entspannt, aber der Januar, der war schon hart. Also er war nicht immer einfach, aber ja, heute in einem Jahr lacht man vielleicht darüber einige Situationen und ist dann einfach froh, wenn man es geschafft hat. Und ja, das wird schnell vorbeigehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und euch noch einen schönen Tag und dann bis dann.